Und die digitale Medizin hat ja den großen Vorteil, dass wir tatsächlich eine große Menge an Daten benutzen können für die Wissenschaft und für diesen Nutzen der Wissenschaft. Was die Voraussetzung dafür ist, ist tatsächlich der Datenschutz und die Datensicherheit. Davon müssen wir letztendlich immer ausgehen können, sowohl in der analogen Medizin als auch in der digitalen Medizin. Wenn Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet sind, dann haben wir das Vertrauen, um auch eine gute Auswertung der Daten, die uns bei der digitalen Medizin zur Verfügung stehen, auch tatsächlich zu machen. In der digitalen Medizin wird auch der Arzt der Mittelpunkt sein mit dem Patienten in der Arzt-Patienten-Beziehung. Das ist die praktizierte Menschlichkeit, die wir in unserem Arztberuf tatsächlich sehen. In der digitalen Medizin allerdings haben wir zukünftig zusätzliche Anwendungen, Möglichkeiten, die unsere ärztliche Tätigkeiten mit unterstützen. Aber der Mittelpunkt bleiben immer die zwei Menschen, Patient und Arzt. Wir haben die große Herausforderung, dass es Millionen sind, die wir benötigen, wenn nicht sogar Milliarden, um tatsächlich digitale Hilfsmittel auch in die Medizin des Krankenhauses mit zu integrieren. Wir können nur hoffen, dass die Politik hier Weichen stellt, um diese Finanzressourcen zur Verfügung zu stellen, weil dann natürlich die Frage ist, wo kommt das Geld her? Und ich kann mir aktuell keine Möglichkeit darstellen, wo man sonst noch weiter tatsächlich an Einsparungen vornehmen kann, um finanzielle Mittel für die digitale Versorgung in Krankenhäusern zu bekommen.